Ach ja, stimmt. Die Wurst gab es ja auch noch. Nicht gut. Besser. Nicht gut. Aber auch er hat es nicht ganz gerafft. Gibt 1000 Seelchen. Jo. Das war dieser komische blaue Krieger, der da oben saß und dann zum Anfang ein bisschen ja, die Richtung gewiesen hat und meinte, ja, es gibt tatsächlich zwei Glocken der Erweckung. Eine oben, die andere ganz unten, der auch schon ein bisschen fertig war und offenbar hat ihn der Gestank des Königssuchers Fremd, dieses Schlängelchen, hat ihn wohl ein bisschen beschäftigt. Und deswegen ist er ein bisschen irre geworden. So. Das war interessant. Auf einen Hieb haben wir den umgeholzt. Ja, das war kein Hieb, das war ein Stoß. Moment. Pardon. Okay, also auf einen Stoß haben wir den gerade umgelegt. Wegen des Löwenrings, ha? Okay. Gelingt uns das immer? Oh. Naja, zwei Stößchen und dann ist hier Fatsch. Nicht schlecht. Wir haben den komischen Ring. Wir wagen es. Ja, eigentlich sollte man hier oder kann man hier auf einen Schlag runterspringen. Das Problem ist, man fällt ein bisschen und es kann sein, dass man da unten aufschlägt und dann schlägt man da unten auf. Na, hier könnte man jetzt langsam mal. Okay, wir haben den Ring an. Das heißt, wir können unten landen. Was tun? Direkt mit der Verzauberung anfangen oder? Oder wie? Oh, ich bin echt nicht sicher, ob das überhaupt bei denen funktioniert oder ob die uns gleich den Arsch aufreißen. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit dieser komischen Verzauberung. Ich kenne sie nicht. Hoffen einfach. Ja, oder das, ja, vielleicht, dass der Angriff durchkommt. Wolfsring, aber das Problem ist, reicht das, was wir hier haben ich meine, was haben wir dann? 40? 40, ja. Die Frage ist, reicht das oder brauchen wir da mehr? Ich würde mich gerne meine Angriffe durchführen, auch wenn die uns treffen. Dass wir nicht durch die Gegend fliegen, weil wir nur so ein scheiß Kittel hier anhaben. Reicht das? Strumpf der Kanalisierer? Okay, ja, das könnte man anziehen. Das könnte man tatsächlich mal versuchen. Ich weiß auch nicht, ob es. Ne, das ist zu viel, ne? 3 Kilo, das ist ein bisschen hart. Andererseits ist es die beste Stoffklamotte, die wir bekommen, oder? Eigentlich schon, aber dann haben wir auch die Problematik, dass wir leider nicht so schnell wahrscheinlich Lebensenergie regenerieren. Quatsch, Ausdauer regenerieren. Aber ich meine, es müsste die beste Panzerung sein. Physische Abwehr 241. Ich kann nochmal spaßhalber gucken, ob die der rote Kittel da mithalten kann. Nö. Obwohl Hieb, was haben die denn für eine Waffe? Ist das Stoß? Die haben wahrscheinlich so eine Art Hellebarde. Das wird. Was wird das sein? Hieb oder Stoß? Oder Schlag? Keine Ahnung. Ja, aber die anderen drei sind auf jeden Fall besser.
Magie wäre es auch höher mit dem Ding. Ich frage mich, ob man die upgraden kann. Ich weiß es nicht. Ach komm. Wir, würde ich sagen, versuchen einfach mal unser Pech. Jetzt brauchen wir den Wolfsang nicht mehr, oder? 67 haben wir jetzt. Ja, dann versuchen wir das mal. Ja, wir müssen sowieso irgendwie. Steigt Wundersynergie. Klappt nicht mehr. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder Zauberring, falls sie mit ihrem Müll da ankommen, dann eher einen Hartstahlring, oder? Dass wir nicht ganz so doll verdroschen werden oder vielleicht einen weiteren Schlag. Ja, egal was wir machen, wir kriegen ihr jetzt aufs Maul, also wir versuchen's. Scheiß auf die 11.000 Seelen da. Wir verzaubern unsere. Oh. Waffe. Oh, ein Träumchen. Ach komm, hoffentlich ist es ein Magieangriff. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das nimmt ja nix weg. Okay. Krass. Wir haben es ja nicht mehr, oder? Nein. Wir stehen ganz nah dran. Wir versuchen das einfach. Wir haben es irgendwie überlebt. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem, weil wir sind zwar jetzt nicht viel weg, aber wir müssen uns trotzdem heilen. Das hat aber nichts ausgemacht. Finde ich gut. Oh, interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Trotz allen Widrigkeiten, wie man so schön sagt. Oder allen Widrigkeiten zum Trotz. Haben wir noch? Ne, leider nicht. Und wir sind tot. Ja. Okidoki. Da hätte es wahrscheinlich auch das hier getan, aber das ist gar nicht mal schlecht. Wobei. Die hält halt nicht so lange. Und man hat da nicht besonders viel Zeit. Aber das mit dem. Götterzorn war eigentlich in Ordnung. Heilung hat nicht so richtig funktioniert, muss ich sagen. Der Schaden. Ja, was machen wir denn da an Zusatzschaden? Hier sind wir bei 692. Urne ist bei 382. 692 haben wir gesagt. Oh, 580. Dann haben wir halt dreimal das Ding. Ne, ich glaube, das lassen wir auf jeden Fall drin. So, woran hat es gehabt? Was haben wir denn für einen Ring an? Hartstahlring. Woran hat es gehapert? Ja, das ist jetzt die Frage. Zaubersteinplattenring, soll man den wieder drin behalten? Oder wieder reinnehmen viel eher? Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Die. Andererseits.
Ja, das ist halt für die physische Geschichte ein bisschen Magie. Das ist auch ein bisschen Magie. Vielleicht reicht uns da wirklich die. Ja, die können wir auch öfter einsetzen. Wir probieren einfach ein bisschen rum. Mehr als verrecken können wir sowieso nicht. Sollen wir das vielleicht rausmachen und das wirklich auf die Angriffe konzentrieren? Ich sage ja. Weil das hat ja, wie gesagt, Wunder gewirkt. Hier haben wir Angriff, da haben wir unsere zwei Verteidigungsdinger und ansonsten haben wir 20 Estus-Flakons und die 5 Müllheilungen, die wir noch haben. Oder man geht auf passive Heilung und Estus. Wir versuchen so. Aber fand ich schon mal nicht so schlecht. Also diese magische Barriere, diese Zauberbarriere, das ist ja der absolute Hammer. Vor allem herrscht auch immer vor, dass ja, was ist das Gerücht? Es stimmt ja, dass man mit einer dicken Rüstung da rein soll, aber Havels Rüstung hat eben auch Magie und physisch. Und in dem Moment, oder jetzt haben sie gerade nur oder fast nur den magischen Schaden ausgeteilt. Ich meine, wir wurden was, 4, 5 Mal gegriffen, glaube ich. Das ist schon eine Hausnummer. Normalerweise, man hat es gesehen, als sie nachgelassen hat, hat er uns mit einmal die Hälfte ausgesaugt. Und der erste war ja auch relativ schnell platt. Wenn sie es halt zu greifen kriegen, ist es ziemlich beschissen. Und danach haben wir ein winziges Fenster. Ich meine, es hat sogar nicht wirklich gereicht zum Heilen. Oder war da kurz? Ah, doch. Es kommt wahrscheinlich wieder drauf an. Mal hat man die Zeit, mal nicht. Einmal haben wir eine gewischt bekommen direkt danach. Ein andermal hatten wir da ewig Zeit. Aber jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wahrscheinlich zwei schwere Pieker reichen für die. Aber ich bin positiv überrascht. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Das scheint nämlich zu funktionieren. Man muss nur. Oh, zu früh, zu früh, zu spät. Komm, greif an. Zack, und du bist tot. Sehr gut. Also zwei schwere Stöße für die Affen. Das ist machbar. Ja, und am besten noch erst dann die Zauberbarriere einsetzen. Oh, was zum. Ach so, die Gespenster. Oh ja, komm. Och, meine Fresse. Nee, da muss ich. Oh, ja komm. Kommen Sie ran. Zack. Und nochmal. Zack. Ach, halt mal, da kann ich sowieso dran vorbeirennen. Wenn ich Pech habe, bin ich halt diesen Arsch. Aber naja. Und hier bitte nicht runterfallen und nicht greifen. Danke. Genau deswegen mache ich das so ungern, aber ich habe gedacht, ich laufe einfach schnurstracks geradeaus. War eine dumme Idee. Jetzt könnte man dafür natürlich wieder einen Zauber opfern. Was ist, wenn ich Schweigegelübde mache? Was ist, wenn ich Schweigegelübde reinhaue? Wie viele? Zwei Aufladungen, das hält wahrscheinlich 30. Die Hartstahl-Variante und dann Schweigegelübde, aber ich schätze mal, dass es eher was ist, so eine Greifattacke, dass sie nicht wirklich was mit Magie zu tun hat. Dann schießen sie vielleicht nichts, aber ganz, glaube ich, zu Beginn war das einmal. Okay, jetzt probieren wir erstmal eins und wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir etwas anderes aus.
ja. Ja, aber. Ja. Jetzt habe ich. Moment, hatten wir beide vernichtet oder war der zweite nur kurz davor? Also den ersten haben wir relativ gut, meine ich, erwischt. Also man kann auf jeden Fall drauf aufbauen. Wenn man die beiden, wie gesagt, schnell genug wegbekommt, beziehungsweise die ersten drei, dann ist auf jeden Fall was drin. Ich glaube, beim vierten wird es ein bisschen kritisch oder kritisch R. Mal schauen. Einmal, zweimal. Natürlich blockt er ihn. Ja, den kann er von mir aus machen. Oh Gott. Hau ab. So, wir rennen einfach durch oder versuchen es. Wir fangen oben an der Treppe an zu rennen. Schwein gehabt. Doppelschwein gehabt. Ja, aber wegen dem mache ich jetzt ganz sicher. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das kann es wirklich keinem zeigen, sowas. Aber das ist der Spaß am Durchrennen. Wenn es nicht funktioniert, gleich nochmal. Aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie großartig mich an Gespensterchen aufzuhalten. Ich habe nämlich vier Könige Platz zu machen und keine zwei Gespenster, deswegen bin ich hier unten. Und wegen sonst gar nichts. Was sagt man denn als Alternative? Die, sag mal, die Stimme ist halt weg. Verdammt nochmal. Die Dämonenruinen haben wir auch noch, genau. Da unten kommen wir auf jeden Fall weiter. Das ist alles, ja, ein bisschen voll, ein bisschen physisch. Wäre auf jeden Fall machbar. Aber jetzt versuchen wir erstmal das hier. Stimmt, das habe ich ganz vergessen mit den scheiß Dämonenruinen. Und da haben wir dann auch einen dieser Trial and Error Bosse, oder den einen eigentlich. Also nerven, bitte. Danke. So. Dann fangen wir eben jetzt an zu rennen. Oh. Ja. Nein, du sollst da rein und nicht hier Quatsch machen, danke. So, jetzt müssen wir eigentlich sicher sein. Schnitt, du wurdest besiegt. Kommen wir da jetzt? Ach komm. Obwohl, das müsste jetzt eigentlich funktionieren, oder? Oder wieso kann man nicht eigentlich. Moment mal. Kann ich auch hier springen? Ich glaube. So, was wollten wir machen? Wir wollten zuallererst. So nicht, weil dann mache ich den hier. Oh, bitte auch nicht ruckeln, das wäre auch ganz supi. Oder wir fangen mal mit Zauberbarriere an und gucken genau, ob das funktioniert, weil das andere kennen wir ja schon. Das machen wir aber dann, wenn er da ist. Und die Waffenverstärkung machen wir dann. Ja, dann machen wir das so. Wir machen Zauberbarriere als erstes. Und wir haben Schutz vor Zauber noch zusätzlich aktiviert. Jetzt will ich mal gucken. Also mit dem Ring. Mal 50 extra. So, es geht los. Einmal. Da hinten ist er. Und wir verzaubern die Waffe. Ja, das ist sehr gut. Er greift uns, das trifft uns gar nicht. Wir finden das ab. Das sind schon zu viel. So, wir müssen uns richtig heilen mit Dings. Oh, diesmal sind wir nicht so gut am Start.
Also wir machen damit. Gut, das ist also höchstens ein Plan B, das ist nicht so toll. Das ist nicht gut. Die Frage ist, ist das wirklich... Aber da muss ich sagen, was ist, wie, also... Kann mir das irgendeiner klären? Warum? Warum ist Zauberbarriere... Also, verstärkte Zauberbarriere hat was weggenommen. Ein kleines, so ein halbes Fitzelchen. Und Zauberbarriere, da waren wir bei ein Drittel Energie haben wir verloren. Also das heißt, war es das Sechsfache an Schaden genommen? Und das eine ist die normale und das andere... Und wir haben auch den Ring, den Anti-Magie-Ring. Mehr als fragwürdig, würde ich mal sagen. Dann sind wir mit Auffrischung, glaube ich, besser beraten. Nehmen erstmal die, dass wir so schnell wie möglich alles weghauen. Genau, erstmal wieder das hier. Und das hier ist dann wirklich die, sagen wir, die Notfallkiste, wenn wir die zwei nicht mehr haben. Dann müssen, und das hier auch aufgebracht ist, dann müssen wir ja zu dem wechseln und das hier, okay. Aber wenn wir jetzt die Schwere haben, das haben wir gesehen, das bringt nicht so sonderlich viel. Aber wir haben auch gesehen, wir werden umgeschubst, als hätten wir keinen Joghurt im Rucksack. Deswegen werden wir einfach mal, laufen wir es einfach mal mit dem hier an. Das heißt, wir sind jetzt, wir können nicht mehr so leicht umgeschubst werden, weil wir haben jetzt 67 Balance. War 67, oder? 67, jau. Physische Resistenz ist jetzt nicht mehr so hoch. Aber... Ja, ich hoffe einfach, dass während er eine seiner unendlich langen Angriffe ausführt und wir halt das noch überleben, dass wir ihn kaputt klatschen können und dann nochmal zwei Schläge, drei Schläge reinhauen können, weil uns der nicht aus der Fassung bringt. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir mal gucken, ob wir mit Kristall arbeiten können. Wenn 67 nicht reicht. Wie schwer ist denn das andere Ding? Ja, es geht bis 16 hoch. Oh, das ist nicht gut. Ne, da sind wir schon drüber. Da sind wir drüber, das ist nicht empfehlenswert. Stuhlpie sind 3 Kilo. Kristall sind 6 Kilo, alles klar. 6 Kilo hier und... 6,4 Kilo hier. 3,9. 4,2. Die sind alle ganz leicht. Verdammt. Ja, da haben wir keine Balance. Das können wir vergessen. Wir. Gut, dann bleiben wir erstmal beim Channel-Set. Notfalls müssen wir vielleicht auf Havel wechseln. Die Rüstung. Dann haben wir ein bisschen mehr Power. Dann sparen wir quasi am. Den Hartstahlring und nehmen dafür dann die kristallisierte Stoffrüstung. Oh, was zum... War so nicht gedacht. Wenn es funktioniert, ist es wurscht. Oh, schon... Das war ja cool. Bei denen aufpassen, die könnten graue Schollen fallen lassen. Die will man nämlich ganz, ganz unbedingt haben. Hier abkürzen nach da. Wir werden es rausfinden. Ja. Ein bisschen Schaden genommen. Nehmen einfach ein Estuschen, das geht schon klar. Also erste. Moment, wie war das erste? Dings ist jetzt nicht Auffrischung, sondern verstärkte Zauberbarriere, genau. Oder wäre das
Nee, wir machen, wir bleiben. Wir bleiben, oder? Bleiben wir dabei. Neuer Trick. Wir machen zuerst große Zauberbarriere. Zauberwaffe. Machen dann die Zauberbarriere. Alles klar, das funktioniert. Na komm. Verdammt, es wird nicht reichen. Ja. Dann muss jetzt der Estus her. Verdammt, komm her. Jo. Ja, ohne Heilung. Ich keine Ahnung, ob das funktioniert hat, ob sie über uns drüber geschlagen hätten. Oder wie auch immer. Oh Mann. Gut. Im Grunde genommen haben wir es jetzt doch getankt, aber das mit der verstärkten Zauberbarriere ist ja der absolute Hammer, das habe ich nicht gewusst. Kaum Schaden genommen, gerade so im so einen halben Millimeter oder sowas, das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, vielen. Was sind das? 5000. Nehmen wir gerade noch so ein Seelchen. Und dann haben wir das auch in uns. Oh, das ist 8000. Und wenn. Ja, wen juckt's? Ja, hat er die ganze Mal gesagt? Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt aufbessern sollen. ja, nee, dann nehmen wir lieber einen Ringchen für die Geschichte. Was kommt jetzt? Jetzt kommen ja, Dämonenruinchen. Aber ich würde sagen, mit denen sind wir eigentlich gut gefahren. Das hätte man uns eigentlich hier schenken können, oder?
Oh, Stufe 88, das lohnt sich doch. Jo, dann sind wir hier überall fertig. Was kommt denn jetzt? Kristallhöhle haben wir. Oh, wir können mal kurz das Seelchen lesen. Fürstenseele der vier Könige, der Finsternis verfielen. Was, die der, oder? Ach, de Finsternis verfielen. Seele der vier Könige, die Finsternis verfielen. Seele der vier Könige, der Finsternis verfielen. Seele eines der vier Könige, der Finsternis verfiel. Punkt. Dieses Fürsten Seelenfragment, schon wieder ein Fragment, wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Also vier Leute kriegen eine Seele. Das ist noch schlimmer als bei dem hier, beim Seath. Der kriegt wenigstens alleine einen Dings. Okay. Dieses Fürsten Seelenfragment wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Fürst Gwyn erkannte die Umsicht der vier großen Anführer von Neu-Londo und gewährte ihnen Ränge und die Fragmente einer großen Seele. Es ist zwar nur ein Seelenbruchstück, sättigt aber dann das Herrschergefäß. Es ist nur ein Bruchstück. Es ist zwar nur ein Seelenbruchstück. Aber ich glaube, da haben sie den gleichen Text genommen und einfach mal ein bisschen umgemodelt. Einfach. Hauptsache es ist was anderes. Ist doch wurscht jetzt. So, wir teleportieren in den Lava-Bereich zur Chaos-Chaos-Tochter des Chaos. Ach ja. Ja. Und genau, wir müssen es lebendig machen, weil jetzt natürlich der. Wie ist er noch? Kirk. Genau, Ritter Kirk wartet auf uns. Wir teleportieren. Nein, wir entfachen. Nein, wir aushöhlen um. Die kann man übrigens auch kaputt klatschen und dann kann man die Seele nehmen und sie oben zum Beispiel im Feuerbandschrein kann man es einsetzen. Allerdings, ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Denn mit 4 Estus sind wir mit einem Schluck fast voll oder, ja, glaube ich, voll. Naja, naja, wir müssen uns ja neu eindecken mit neuen Zaubern, aber ich würde sagen, wir laufen jetzt schon runter zu dem Lagerfeuer, Lagerfeuer, Leuchtfeuer und dann geht's auch schon los. Beziehungsweise dann werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Oder sollen wir den noch versuchen? Sollen wir den noch versuchen? Was genau mache ich hier? Ja, wieder Augenkrebsland.